Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil meines Videotagebuchs zu Trails in the Sky, Second Chapter. Ja, wie ich bereits oft genug gesagt habe, das Finale ist großartig. Ich fand es großartig jedenfalls. Es wird also heute alles großartig tatsächlich. Okay, nicht ganz alles. Es fängt erstmal ein bisschen langsam an, aber dann wird alles großartig. Und darauf könnt ihr euch freuen. Und ich will deswegen auch gar nicht zu viel sagen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Kapitel 7. Tetracyclic Towers. Dieses Kapitel war ziemlich repetitiv. Es war nicht grauenhaft, also es war wesentlich weniger schlimm, als ich am Anfang erwartet hätte, aber es war jetzt kein, ja, sonderlich innovatives Kapitel. Es ist so ein typisches, wir brauchen jetzt vorm Finale nochmal ein bisschen Spielzeitstreckung. So hat sich das ein bisschen angefühlt, aber fangen wir erstmal am Anfang an. Es gab eine kleine Reunion in Grenzell im Schloss, die erstmal ganz fröhlich gewirkt hat, als wären wir jetzt, weil wir jetzt ja alle wieder gemeinsam sind, auch Joshua ist wieder dabei und so, alles großartig. Ja, dann wird uns allerdings gesagt, dass überall Archaisms scheinbar angreifen oder zumindest irgendwelche Monster, die vielleicht Archaisms sein könnten. Und dass bei jedem der vier Türme, von denen wir ja schon länger wissen, dass sie irgendwie mit dem Plan von Ouroboros zusammenzuhängen scheinen, große schwarze Kugeln aufgetaucht sind, die einfach die ganze Spitze der jeweiligen Türme umgeben. Und damit beginnt wohl Phase 3 des Gospel-Plans. Wir bekommen von der Königin die Arsail, also das Luftschiff, anvertraut und reisen jetzt von Turm zu Turm zu Turm. Ja, und das ist dann auch das ganze Kapitel, wie wir nach und nach zu jedem der vier Türme gehen, die jeweils abschließen und oben gegen einen der vier, also es gibt mehr als vier Enforcer, aber die vier Enforcer, gegen die wir auch schon so das ganze Spiel über gekämpft haben, halt kommen jetzt nochmal wieder. Ja, wir machen also im Endeffekt wirklich dasselbe viermal hintereinander. Wir fangen immer auf der Arsail an, können ein bisschen mit Leuten quatschen und unsere Party zusammenstellen. Wobei ich direkt ein bisschen Angst bekommen habe, weil man teilweise bestimmte Charaktere mitnehmen muss zu bestimmten Türmen. Und ja, einige der Charaktere waren dann doch mittlerweile ziemlich unterlevelt. Dann ist mir aber wirklich aufgefallen, wie gut und wie angenehm, eher gesagt, das Levelsystem in den Trails-Spielen ist. In dem Sinne, dass man wesentlich mehr Erfahrungspunkte bekommt, wenn man unterlevelt ist. Denn so wurden die unterlevelten Charaktere wirklich schnell an das Level angepasst, was die anderen Charaktere jeweils hatten, die dabei waren. Genau, also man muss halt wirklich nicht lange irgendwie grinden oder so. Ich habe einfach nur ein paar Gegner in Dungeons jeweils mitgenommen in den Türmen. Und dann waren sie wieder auf meinem Stand. Und das war sehr, sehr angenehm, bin ich nicht so gewohnt. Natürlich kann man sich dann irgendwie fragen, warum es überhaupt noch das Levelsystem gibt. Also warum überhaupt nicht einfach alle Charaktere immer Erfahrungspunkte bekommen. Oder warum es überhaupt Erfahrungspunkte gibt, wenn man die dann so hinterhergeschmissen bekommt, wenn man unterlevelt ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema, was ich jetzt auch weiter ausweiten könnte. Das habe ich auch schon mal in Trails of Cold Steel 3, glaube ich, angefangen, das Thema. Ja, wollte ich mal ein Video zu machen. Ist nie passiert. Ach ja, ich und meine Videos, die ich mal geplant habe, nicht wahr? Die Dungeons selbst sind dann auch nicht die spannendsten vom optischen her. Es sind halt die Standard, ja, Final Dungeon, Trails Dungeons. Also, wie soll ich es anders nennen, ne? Diese, wo man halt in eine andere Zwischendimension übergeht, wo alles nur so ein bisschen wie im Weltraum aussieht, nur ein bisschen mehr Farben und so. Ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich, weil einfach nur die Plattformen in der Luft rumschweben. Ja, ihr seht es ja auch im Hintergrund. Das Übliche halt. Also ja, gut. Die waren schon ein bisschen anders aufgebaut jeweils, so von der Struktur her. Man musste schon auch teilweise ein bisschen den ganzen Teleportern und so gucken, wo man lang muss und so. Also es war jetzt nicht grauenhaft, aber es war halt nicht das Spannendste. Wesentlich spannender war schon eigentlich, dass man zwischendurch ein paar Terminals gefunden hat, die aktiviert wurden dann und wo man dann Data Crystals bekommen hat, wo spannende Informationen drin standen über, ja, die wahren Hintergründe hinter den Türmen und welchen Zweck die erfüllen und bla bla bla. Wahrscheinlich, denn so wirklich lesen konnte man die leider nicht. Bei den ersten zwei, drei habe ich noch versucht, sie zu lesen. Also habe wirklich geguckt, okay, was könnten diese Wörter heißen? Was würde da hinpassen? Aber habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich dachte, okay, wer das Spiel gibt mir nicht irgendwann noch die Option, die einfach komplett zu lesen. Davon gehe ich aktuell noch aus, denn man hat die dann jeweils auch zu, ja, Professor Russell gebracht und der hat jetzt auch schon ein paar entschlüsselt. Ja, hoffentlich werden die dann nach und nach noch alle entschlüsselt und man kann sie dann auch selbst noch irgendwann lesen. Das wäre schön. Wäre sehr cool, weil da wahrscheinlich, also so wirkt es jedenfalls, doch schon interessante Sachen drin standen, die lore-relevant sein könnten.
ganz oben angekommen, gab es dann, wie gesagt, immer einen Bosskampf gegen einen der vier Enforcer, die wir jetzt auch schon im Laufe des Spiels bekämpft haben. Da möchte ich gar nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Was ich einfach nur an dieser Stelle sagen möchte, ist, holy shit, ist dieser Boss-Track großartig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bisher mein liebstes Kampf-Theme aus Trails. Ist absurd gut. Ist absurd gut. Mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Ich kann nicht gut Musik bewerten, aber es ist einfach sehr gut. Ist einfach sehr gut. Ja, vor den Kämpfen und nach den Kämpfen gibt es natürlich immer kleine Cutscenes. Das sind noch so, ja, die sind noch so der spannendste Teil des Kapitels mit. Zum Beispiel, ja, beim Kampf gegen Walter kommt der Killika noch dazu, weil wir wissen ja auch, dass die eine gemeinsame Vergangenheit auch mit Sinn zusammen hatten. Da fährt man da noch ein bisschen mehr drüber. Ja, bei Ren wollen wir sie dazu überreden, dass sie, ja, sich nicht doch irgendwie da von Ouroboros trennt, was er natürlich nicht will. Stattdessen ruft sie noch ihren Arcasen dazu für einen zweiten Kampf, direkt nach dem ersten Kampf. Also wird schon ein bisschen Abwechslung geboten. Aber was am Ende dann immer passiert, ist, dass die schwarze Sphäre rund um die Türme nach dem Kampf einfach wieder verschwindet. Und die Enforcer auch einfach wieder abhauen. Ist das Problem also schon wieder gelöst? Ja, scheinbar nicht ganz. Professor Russell kommt dann auf dem Luftschiff wieder zu uns gerannt und berichtet von den Data Crystals. Ein paar hat er wohl schon analysiert, wie gesagt. Und zwar sollen die Türme die Aureole in einer anderen Dimension versiegeln, was auch immer das genau bedeuten soll, aber das ist wohl passiert, das haben die wohl getan. Ja, haben wir also gar nicht. Ja, sind wir also gar nicht die schwarzen Sphären losgeworden, die da waren? Und waren die stattdessen Teil des Plans? Also sollten die da sein und die Enforcer sollten einfach nur aufpassen, bis die schwarzen Sphären ja wieder verschwunden sind, weil die Türme quasi fertig sind mit der Beschwörung der Aureole. Haben wir also einfach nur zu lange gebraucht und hätten eigentlich irgendwas dagegen machen sollen, dass die wieder verschwinden? Ja, haben wir nicht getan. Die sind jetzt alle verschwunden und anscheinend wurde die Aureole somit entsiegelt, befreit aus der anderen Dimension. Und wir sehen, wie sie auftaucht. Die habe ich jetzt ja auch schon in Trails of Cold Steel 3 gesehen, also nicht die Aureole selbst, sondern ein Bild von ihr. Da wurde halt von erzählt, dass es die gab. Genau, so im Prinzip. Das, aber hier war es nochmal sehr, sehr schön anzusehen, weil es wie auch eine vorgerendete Cutscene dafür gab. Sehr, sehr schön. Wo wir dann auch sehen, wie es zu einem großen Orbel-Shutdown in ganz Libel kommt. Ich bin langsam wirklich ein bisschen traurig, dass es diese vorgerendeten Cutscenes nicht mehr gibt, irgendwie in Trails of Cold Steel. Natürlich sieht Trails of Cold Steel allgemein aber wesentlich besser aus und hat wesentlich mehr Möglichkeiten, dreidimensionale Sachen darzustellen. Ich weiß, dass es hier einfach notwendig war, weil man das niemals mit den 2D-Sprites irgendwie hätte darstellen können, wie so ein riesiges fliegendes Konstrukt auftaucht und so. Und wie Luftschiffe ja, gegeneinander kämpfen, das haben wir eigentlich schon gehabt, aber halt ja, nicht so eindrucksvoll jeweils wie in den vorgerendeten Cutscenes. Aber keine Ahnung, also ich vermisse das ein bisschen. Das könnte es ruhig noch in Trails of Cold Steel geben, wird es wahrscheinlich nie wieder, das ist schade. Aber ja, wie gesagt, Kapitel war nicht so schlimm wie erwartet, also es gab spannende Punkte bei den jeweiligen Enforcern dann, gegen die wir gekämpft haben. Es gab jetzt vor allem das Finale, was wieder sehr, sehr schön anzusehen war. Ich freue mich sehr, mehr darüber zu erfahren, was es mit den Data Crystals auf sich hat. Wirkt halt auch alles wieder sehr Sci-Fi-mäßig von der alten Zivilisation und so. Das ist immer sehr cool. Ich mag diese Sci-Fi-Aspekte, die dann ja irgendwie immer weiter fortschreiten, voranschreiten, wie auch immer. Und ja, bin dann mal gespannt, wie wir jetzt weitermachen während des Orbel-Shutdowns. Kapitel 8. Land of Chaos. Dieses Kapitel war sehr weird, hatte sehr viele interessante Aspekte, sehr interessante Ideen, sowohl gameplay-technisch als auch story-technisch. Und ja, hat einfach einen weirden Aufbau. Also es fängt damit an, wir sind gerade wie gesagt im Orbel-Shutdown, überall ist der Strom ausgefallen oder die orbale Energie halt meinetwegen. Ja, die fliegende Stadt, die Aureole, absorbiert scheinbar Energie durch einen Dimensionsspalt, und zwar über die Gospeln. Also die Gospeln saugen die Energie auf und transportieren sie zu der Aureole oder so, ich weiß es nicht so ganz. Ja, aber glücklicherweise hat Professor Russell eine Erfindung für uns parat gestellt, und zwar den Zero Field Generator, der in einem sehr kleinen Bereich diese Absorption aufhalten kann, sodass dort immer noch Orbel Energy verwendet werden kann. Das ganze Kapitel ist also die erste Hälfte des Kapitels, ist quasi Death Stranding in Trails.
Wir haben eine Welt, die jetzt plötzlich ohne Strom ist und alle Städte, ja, können nicht mehr miteinander kommunizieren, weil sie halt kein, ja, ihre Telefone auch nicht verwenden können. Deswegen müssen wir jetzt zu jeder einzelnen Stadt, außer Gransel, das übernimmt ein anderes Team quasi mit Chloe dabei. Ja, wir müssen zu jeder Stadt rennen und jeweils bei der Bracer-Gilde beim Telefon einen von diesen Zero-Field-Generatoren da lassen. Damit halt die ganzen Bracer-Gebäude miteinander kommunizieren können. Das ist schon mal sehr interessant. Natürlich ist es ja offensichtlich, dass das einfach als, ja, Abschluss dient fürs Spiel, dass wir halt nochmal jede Stadt besuchen können und uns auch nochmal jeweils mit den Bewohnern unterhalten über die aktuelle Situation, wo man nochmal ein paar sehr schöne Einblicke bekommt. Teilweise bekommen wir auch noch Sidequests, die Bezug auf frühere Storylines nehmen. Zum Beispiel müssen wir in Roland nochmal zur Mine zurückkehren, bei der wir ganz am Anfang vom ersten Teil waren. Oder, ja, ein paar Sachen sind halt auch in den Städten einfach nochmal anders ein bisschen. Zum Beispiel in Ruan ist natürlich die Brücke nicht funktionsfähig, die kann nicht runtergefahren werden. Diese, ihr wisst, was ich meine, ne? Die halt hochgehoben werden kann und wieder gesenkt werden kann und so. Genau. Deswegen müssen wir mit einer Fähre über den Fluss fahren. Und da hat man sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, das alles ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, dass man auf jeden Fall nochmal Sachen erlebt in den Städten und nicht einfach jetzt nur einmal durch die ganze Map laufen muss. Was zum Glück auch recht schnell ging, da man ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Man kann vorspulen. Das habe ich irgendwann mittendrin herausgefunden. Und seitdem nutze ich das immer, wenn ich lange Wege hin und her laufen muss. Und es war hier sehr angenehm auf jeden Fall. Was aber noch interessant ist, ist, dass man sich eine kleine, ja, Gameplay-Mechanik auch für die Zero-Field-Generators ausgedacht hat. Wir müssen die bei insgesamt 3 Städten platzieren und bekommen 4 Stück mit. Denn man kann sie auch als Accessoire ausrüsten. Und nur wenn man dieses Accessoire ausgerüstet hat, kann dieser Charakter Arts nutzen, da die ja über Orbital Energy funktionieren. Und am Anfang haben wir noch 4 Charaktere logischerweise, also kann nicht jeder noch Arts nutzen. Aber nach und nach müssen wir bei jeder Stadt einen abgeben und dann entscheiden, wem wir den Zero-Field-Generator abnehmen. Der dann also keine Arts mehr nutzen darf. Und am Ende bleibt also noch einer übrig, der Arts nutzen kann. Und das war jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht erstmal klingt. Aber es ist sehr cool, dass man sich da irgendwie Gedanken gemacht hat, das irgendwie einzubinden, weil es ja auch Sinn ergibt auf jeden Fall, dass man das nicht einfach während des Orbit-Shutdowns nutzen kann und dass wir dementsprechend nach und nach eingeschränkt werden und ein paar, ja, clevere Entscheidungen diesbezüglich also treffen müssen. So richtig ernst wird das Kapitel dann aber erst auf dem Weg nach Grandcell, wo wir dann als letztes noch hingehen wollen, um, ja, Chloe und so wieder zu treffen. Denn plötzlich bemerken wir, dass Luftschiffe über uns herfliegen, was ja eigentlich nicht sein kann während eines, naja, Orbel-Shutdowns und so. Also, ja, liegt es nahe, dass Ouroboros wohl dahinter steckt. Und tatsächlich, die Enforcer stürmen die Stadt mit einem Haufen Jäger und Arcasims, die sie auf die Bevölkerung loslassen. Ja, und sie schnappen sich Chloe und die Königin und nehmen das Schloss ein. Wir müssen uns also erstmal nach und nach durch die Stadt kämpfen, haben da ein paar, ja, ja, einen Minibosskampf hatten wir, glaube ich, auf dem Weg noch dahin, der war auch ziemlich anstrengend zugegebenermaßen, also halt gegen ein paar stärkere Arcasims, aber war dann okay. Ja, und dann landen wir ganz oben vorm, ja, vor diesem kleinen Thronengebäude. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist nicht der Thronsaal. Das ist ja extra ein Gebäude, wo halt die Königin drin lebt. Das war nochmal auf dem Dach, weil ihr erinnert euch vielleicht noch daran. Ja. Und da sehen wir sie dann, alle 4 wieder mal stehen, die wir schon im letzten Kapitel besiegt haben. Aber halt diesmal alle auf einem Haufen und ich weiß nicht, die Bosskämpfe waren beim letzten Mal schon nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie wir gegen 4 davon gleichzeitig fertig werden sollen. Tja, wie man es wohl erwarten konnte, kommt natürlich die Rettung in der Not angesprungen. Cassius Bright, nein, tatsächlich war es diesmal nicht Cassius Bright ausnahmsweise, sondern Colonel Sid und Richard. Ihr erinnert euch, der ursprüngliche Antagonist im ersten Teil, der dann im Gefängnis gelandet ist, wurde jetzt nochmal rausgelassen, um ein bisschen hier zu helfen. Und gleichzeitig, wenn das noch nicht genug wäre, kommt noch Amalthea dazu, die wir auch schon in diesem Teil nochmal, ja, bekämpft haben im dritten Kapitel oder so, weiß ich nicht mehr wann genau. Und greift mit der Special Ops ein. Und ja, stürmt halt nochmal die Stadt und legt sich mit den, ja, ganzen Jägern und Arcasims an. Was ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung finde, dass das plötzlich passiert. Die haben auf jeden Fall jetzt endgültig ihren vollständigen Redemption-Arc. Ich habe ja am Ende des ersten Teils schon gesagt, dass Richard jetzt so seinen kleinen Mini-Redemption-Arc hat. Das ist jetzt der Abschluss davon, würde ich sagen. Die Enforcer hauen dann nämlich auch einfach ab. Der ganze Angriff auf die Stadt war eh eigentlich gar nicht so wichtig und war nur so ein bisschen, ja, Beschäftigung für uns, weil wir einfach die ganzen, ja, Telefone wieder verbunden haben. Das ging denen dann ein bisschen auf die Nerven, keine Ahnung. Das war die ganze Motivation dahinter.
Wow, war vielleicht ein bisschen unnötig, aber hey, beschwer mich nicht, weil es war auf jeden Fall nochmal cool inszeniert. Und wie gesagt, hat ein paar coole Momente für Richard vor allem und Amalthea ermöglicht einfach. Ja, so ganz sind wir aber noch nicht aus der Gefahr raus. Stattdessen greift nämlich plötzlich scheinbar die Armee von Erebonia an, oder zumindest stehen sie plötzlich an der Grenze. Und zwar mit Panzern. Also ja, es wirkt schon so, als würden wir jetzt angreifen wollen. Aber Panzer? Ich meine, natürlich, wir wissen nicht, wie weit genau der Orbital Shutdown, ja, reicht. Aber so im Süden von Erebonia, ich meine, wenn sie uns angreifen wollen, ja, scheinbar sind diese Panzer nämlich mit Dampf betrieben. Das ist aber komisch, weil das sind anscheinend Panzer, die man schon lange nicht mehr so verwendet. Weil, ich meine, warum sollte man auch, wenn man Orbital Energy hat? Haben sie sich also bereits im Voraus auf diese Situation vorbereitet? Arbeiten sie mit der Society zusammen und wussten all das hier? Haben sie das geplant, um Le Beul zu schwächen, um eine Chance zum Angriff zu haben? Wir machen uns jedenfalls erstmal zum Harkin Gate auf und versuchen die Situation zu klären. Sehen da auch 6 Vander, also der Typ mit der Augenklappe, den ich auch schon aus Trails of Cool Steel kenne. Der steht da jetzt, den lernen wir da jetzt auch nochmal kennen. Und ja, der erzählt uns dann, dass in Erebonia im Süden ebenfalls der Strom ausgefallen ist, wie zu erwarten war. Und dass sie dann gesehen haben, dass da so ein großes Ding über Le Beul herumschwebt. Und denken natürlich, dass wir dahinter stecken könnten, das alles geplant haben. Wie auch immer, genau. Wir schicken also Chloe vor als, ja, Prinzessin. Vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Wahl. Und seit heute übrigens auch offiziell Thronfolgerin, haben wir noch eben nebenbei mitbekommen. Was vielleicht noch ein nettes Detail ist. Und ja, ihr gegenüber stellt sich dann auch der Prinz oder ein Prinz von Erebonia vor. Gemeinsam mit Mula kommt er nämlich, ja, hervor. Prinz Olivert. Mysteriös. Ja, hier wird dann nicht revealed, wer Olivier eigentlich ist. Shara ging selbst davon aus, dass er halt wahrscheinlich einfach ein Spion von Erebonia ist, der bei uns ja eingesetzt wurde. Aber dass es gleich der Prinz von Erebonia ist, das hat wohl niemand von uns kommen gesehen. So wirkt er halt auch wirklich nicht. Aber er ist halt ein guter Typ. Er ist einfach ein guter Typ. Jetzt wirkt er schon wesentlich mehr wie ein Prinz. Er ist wesentlich ernster, er ist ziemlich gemein zu uns und tut auch so, als würde er uns gar nicht kennen. Und man hat fast das Gefühl, dass er uns die ganze Zeit ja, ausgenutzt hat oder sowas in die Richtung. Aber das war alles nur Teil eines Plans, um die Leute auf seiner Seite reinzulegen oder so. Damit er nämlich mit uns mitgehen darf auf unsere große Mission. Denn plötzlich kommt, ja, dann doch wieder Cassius Bright tatsächlich diesmal mit der Assail an, die nämlich aus irgendeinem Grund funktioniert. Hat ja wohl auch einen Zero-Field-Generator bekommen, wahrscheinlich, wenn das einfach so funktioniert, keine Ahnung. Der wurde also mal wieder wesentlich besser eingeweiht als wir. Wir werden hier mit allem überrascht und wurden gar nicht vorher darauf angesprochen, was dieser Plan von, ja, Olivier überhaupt ist. Er hätte uns ja mal sagen können, wer er ist, aber nein, der findet das wahrscheinlich ganz lustig, die Situation hier einfach. Ich meine, diese Situation war auch lustig. Vor allem dann, als Cassius ankam, haben sie erstmal so, ja, angesprochen von wegen, ich habe das Gefühl, wir haben uns schon mal getroffen. Ja, das ist aber komisch, das Gefühl habe ich irgendwie auch gerade gehabt. Ha, 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 ha. Ja, so in etwa. War schon schön. Und ja, jedenfalls sagt Olivert oder Olivier, wie auch immer wir ihn jetzt nennen wollen, ich überlege es mir noch, wie ich ihn beim nächsten Mal dann nenne. Ja, der sagt dann, er sollte vielleicht als Prinz einfach mal mitkommen mit der Arcel. Denn ach ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, wir fliegen jetzt mit der Arcel, das ist unser Plan. Ja. Nach ganz oben, zur fliegenden Stadt und wollen uns nochmal umgucken und gucken, ob wir das irgendwie wieder, ja, alles in die richtige Bahn, auf die richtige Bahn lenken können. Wäre ganz gut. Ja, und jedenfalls will dann Olivier da mit hinkommen. Das finde ich auch schön. Hätte mich auch traurig gemacht, wenn er nicht mitgekommen wäre. Wir bekommen dann auch direkt mit, dass er auch Osborn verdächtigt, hinter dem Ganzen zu stecken, dass er wohl ganz offensichtlich da vielleicht ein bisschen, ja, mit Ouroboros zusammenarbeitet. Wir haben wohl keine richtigen Beweise, aber auch eher verdächtig, dass da nicht alles, ja, so läuft, wie es laufen sollte. Und das ist natürlich keine große Überraschung, wenn man Osborn kennt. Und wenn man ihn schon mal gesehen hat, dann ist es recht keine Überraschung mehr einfach. Man muss ihn ja nicht mal richtig kennen, muss ihn nur gesehen haben. Und dann weiß man, okay, das ist der böse Typ aus dem Opening, so wie ich immer gesagt habe. Wie gesagt, ein sehr cooles Kapitel an sich. Sowohl die erste Hälfte, wo man ein bisschen nochmal die Chance hatte, die ganze Welt zu erkunden. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass man wirklich frei auf der ganzen Welt herumlaufen konnte. Also auf der ganzen Welt, in ganz Le Beul natürlich, meine ich. Also zumindest, okay, vielleicht hätte man es auch in den vorherigen Kapiteln tun können. Ich habe es halt nie versucht, ganz ehrlich gesagt. Also,
Ich würde mir jetzt blöd vorkommen, wenn man das die ganze Zeit hätte tun können. Bitte sag's mir nicht in den Kommentaren. Ich schäme mich jetzt schon für diese Aussage von mir gerade. Aber hier musste man das halt jedenfalls mal einmal über ganz Le Beul nochmal laufen. Und ja, konnte den ganzen Chat nochmal sehen, auch nochmal ein paar nette Aufgaben bekommen, da nochmal ein paar Referenzen auf frühere Ereignisse, die da jeweils passiert sind. Das war sehr schön. Und dann, was jetzt am Ende passiert ist, vor allem die Szene mit, ja, Oliver, der Reveal endlich. Ich habe wirklich lange schon darauf gewartet und gedacht, wann wird es denn endlich revealed, wer er ist? Das muss doch jetzt mal passieren langsam. Das können sie doch nicht für immer als Geheimnis hier behalten. Vielleicht wird es ja doch erst in Trails of Cold Steel revealed. Aber nein, tatsächlich findet man das hier dann doch noch heraus. Und ich freue mich sehr, wie wir dann gemeinsam die fliegende Stadt erkunden. Oder was auch immer genau. Ich denke mal, ja, das ist das finale Kapitel, was jetzt kommt. Könnte interessant werden. Ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das finale Kapitel beginnt. Und alleine die Einblendung des Kapitelnamens Trails in the Sky mit dieser unfassbar epischen Musik im Hintergrund hat mich, glaube ich, schon mehr auf das Ende dieses Spiels gehypt, als es alles andere je gekonnt hätte. Es geht damit los, dass wir, wie wir beim letzten Mal begonnen haben, über die große fliegende Stadt fliegen, die auch nochmal sehr schön inszeniert wurde mit weiteren, ja, vorgenannten Cutscenes. Davon gibt es nochmal einige zum Finale hin auf jeden Fall. Ja, leider können wir nicht ganz so schön landen, wie wir es vorhaben, denn wir werden nochmal angegriffen und dann gibt es eine kleine Bruchlandung irgendwo in den letzten Ecken dieser Stadt. So, dass wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden müssen und gucken, wie wir überhaupt zur eigentlichen Aureole kommen. Denn das Ganze ist eigentlich nicht die Aureole. Die Aureole befindet sich nur in dieser Stadt irgendwo. Und das bedeutet für uns erstmal, wir bekommen ein komplett neues Gebiet doch nochmal. Ich meine, der Großteil des Spiels waren jetzt halt wirklich einfach nur Gebiete, die wir schon aus dem ersten Teil kannten. Einfach nochmal ein bisschen verändert teilweise und so weiter und so fort. Aber das hier ist jetzt nochmal wirklich ein komplett neues Gebiet. Nicht nur ein Dungeon, sondern mehrere Außenbereiche von, ja, verschiedenen Abschnitten der Stadt, die leider nur durch Tunnelsysteme verbunden wurden, die dann halt eher weniger spannend und abwechslungsreich sind, ne? Das übliche Dungeon-Zeug halt. Aber die Außenbereiche sind alle ziemlich abwechslungsreich, ist zwar alles trotzdem nur ein relativ Jahresgebiet, auch wenn es immer ein paar Abzweigungen gibt und ein paar interessante Sachen zu finden. Aber ja, keine Ahnung, ich fand das einfach trotzdem so cool, nochmal so eine alte, ja, Stadt zu erkunden von der alten Zivilisation, denn das ist sie. Das ist, die Stadt heißt Liber Arc. Und das ist wohl die Stadt, in der die Menschen vor über 1200 Jahren gelebt haben, bevor, ja, wie hieß es denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Bevor dieses eine Event halt kam, wo die alte Zivilisation verschwunden ist. Und ja, das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum wir so wenige Hinweise auf diese ursprüngliche Zivilisation haben. Einfach weil die Stadt halt in einer anderen Dimension versiegelt wurde und sowas ist wahrscheinlich in, ja, in mehrfacher Ausführung über den gesamten Kontinent passiert. Vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. Aber ja, weil wir uns jetzt hier in einer Stadt von dieser ursprünglichen Zivilisation aufhalten, gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Technologie, die eigentlich nicht auf dem Stand ist, den wir so, ja, vom Boden gewohnt sind. Und das ist natürlich nochmal sehr, sehr cool, hier so ein paar richtige Sci-Fi-Aspekte zu haben. Da bin ich immer ein großer Fan von sowas, ja, zu sehen. Zum Beispiel findet man hier oft Terminals, die noch Informationen über die ursprünglichen Bewohner beinhalten und wie sie hier gelebt haben, wie die Gesellschaft hier aufgebaut war. Es gibt ein, ja, in Anführungszeichen Schnellreisesystem, was notwendig ist, weil halt, wie gesagt, die Stadt ist an sich recht linear aufgebaut und nur über diese Tunnelsysteme verbunden, aber man schaltet dann immer in jedem neuen Bereich einen Bahnhof quasi frei, den man über einen Fahrstuhl erreichen kann, der in der Luft ist. Da gibt es die Halo Rails, was einfach Züge sind quasi, die, ja, nicht durch die Luft schweben, da sind dann aber so Schienen, die aus Licht einfach sind. Genau das sind sie. Und da können die drüber fahren. Und was auch immer. Und wenn das noch nicht genug Sci-Fi-Scheiße wäre, die Data Crystals aus dem letzten Kapitel, oder aus dem vorletzten? Von letztens irgendwann, werden endlich nach und nach entschlüsselt und wir können dann immer wieder, wenn wir zurück zur Arcel gehen, ein bisschen weiter darin rumlesen. Und ja, ja, die Aureole hatte wohl einige interessante Funktionen und so zum Beispiel konnte sie virtuelle Realitäten erschaffen, in denen dann, ja, sich Personen aufhalten konnten, um alle ihre Wünsche erfüllt zu bekommen, was auch irgendwie so das Problem dahinter war, so ein bisschen, weil sie dadurch ein bisschen auch die Realität aus den Augen verloren und einfach nur noch, ja, auf die Wünsche, die die Aureole erfüllen konnte, angewiesen waren. Aber das ist halt
unfassbar cool und ermöglicht natürlich theoretisch gesehen auch noch einige Möglichkeiten, auch wenn ich nicht weiß, ob es jemals noch für uns jetzt relevant wird. Aber man könnte damit natürlich theoretisch gesehen Sachen machen. Ich meine, ich bin unzufrieden, wenn es Simulationstwists gibt. Immer. Ich hasse Simulationstwists. Ich habe letztens ein Spiel durchgespielt, das einen Simulationstwist hatte. Ich war sehr, sehr enttäuscht. Erneut. Aber, keine Ahnung, hier fände ich, dass man da auf jeden Fall noch Sachen mitmachen könnte. Irgendwelche. Ich weiß nicht welche, ganz ehrlich gesagt. Bei der Erkundung der Stadt treffen wir unter anderem auch noch auf Josette, die ja von den anderen Luftpiraten getrennt wurde. Die sind ja auch Bruch gelandet. Und die müssen wir halt erstmal alle retten vom Luftschiff der, von Ouroboros, dem Großen. Und Josette ist aber auch ein spielbarer Charakter, ein neuer. Sobald man dann ihre Gefährten gerettet hat, hat sie auch eine sehr, sehr coole S-Croft, wo sie einfach die Bobcat quasi ruft, also das Luftschiff von denen, das Kleine. Was ich irgendwie sehr, sehr süß finde, auch wenn es irgendwie wenig Sinn ergibt, vor allem wenn man sich in irgendwelchen Tunneln oder so aufhält. Aber es ist ja sehr nett, dass wir noch neue spielbare Charaktere bekommen. Nämlich, neben Josette, auch noch Julia Schwartz und Mula Vander. Die können wir mitnehmen, wenn wir wollen. Ich habe auch Mula am Ende zum Finale mitgenommen, tatsächlich. Und zudem machen wir uns jetzt auch endgültig auf. Ich könnte eigentlich noch viel länger über diese Stadt reden, weil da sind viele coole Sachen passiert. Zum Beispiel mussten wir auch, genau, wir mussten eine eigene Gospel uns, ja, erstellen quasi. Also wir mussten, man konnte da eine anfragen, so sagen, ich habe meine Gospel verloren, ich möchte bitte eine neue haben. Da konnten die eine neue erschaffen. Dafür mussten wir halt ja Chloe verwenden, weil sie natürlich, ja, eine Nachfahrin von Leuten ist, die hier ursprünglich mal gelebt haben. Beziehungsweise vielleicht sind wir das alle, aber zumindest bei ihr haben wir ein paar mehr Informationen darüber, weil sie halt eine Adelige ist und bla bla bla. Ergibt ja irgendwie Sinn, denke ich. Jedenfalls ja, wir brechen dann wie gesagt zum eigentlichen Ziel von uns auf, wo sich die Aureole eigentlich aufhalten soll, die richtige Aureole. Und zwar in der sogenannten Axis Pillar. Ein riesiger Turm oder eine riesige Säule meinetwegen auch. Und ja, fühlt sich sehr nach einem Trails Final Dungeon an, sage ich dazu einfach nochmal. Im Gegensatz zur Stadt, also dann doch nochmal ein bisschen ein kleiner Letdown zumindest. Es ist an sich der exakt selbe Final Dungeon wie in Trails of Cold Steel 3. Also wenn man es genau nimmt, hier geht es ja nach oben und nicht nach unten, aber es ist genauso aufgebaut. Man läuft immer im Kreis, hat ein paar kleine Abzweigungen, aber geht an sich immer im Kreis und geht immer weiter nach oben. Und zwischendurch hat man dann nochmal mehrere Bosskämpfe. Und zwar gegen wen? Gegen die vier Enforcer auf dem Weg dahin nochmal. Die wir jetzt im Laufe des Spiels schon zweimal besiegt haben. Jetzt halt ein drittes Mal. Und das sind auf jeden Fall die schwersten Kämpfe gegen sie. Aber ansonsten, ja, trotzdem schade, dass das jetzt schon das dritte Mal ist, einfach im Laufe des Spiels, dass wir die in genau derselben Reihenfolge besiegen mussten. Was ich aber vor allem daran nervtötend fand, war gar nicht die Kämpfe an sich, die waren halt Kämpfe, waren halt normale Bosskämpfe, waren cool eigentlich sogar teilweise. Aber um die wahren Endsequenzen dieser, Bosse zu sehen, also um danach zu sehen, wie genau deren Story beendet wird, musste man teilweise bestimmte Charaktere in der Party dabei haben. Und man konnte sich schon denken, welche es sind, weil wir die ja schon mehrmals bekämpft haben und weil wir wussten, in welcher Reihenfolge die auftauchen, weil das halt im Spiel schon zweimal passiert ist. Aber man musste dafür halt wirklich immer wieder aus dem Turm erstmal rauslaufen, zum Bahnhof, ich nenne ihn jetzt Bahnhof einfach, der dann in der Nähe des Turms ist, gehen. Da muss man halt erstmal mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, das war eine kleine Cutscene. Da muss man da den Zug rufen und das war nochmal eine kleine Cutscene. Dann war man an einem anderen Bahnhof, also am Bahnhof bei der Arcel. Da muss man doch nochmal mit einer kleinen Cutscene mit dem Fahrstuhl runterfahren. Da muss man zur Arcel rennen, da muss man den Charakter austauschen und das dann nochmal zurück zum Turm. Und den Turm dann wieder hochlaufen bis zum nächsten Boss, damit man da den richtigen Charakter dabei hat. Ja, ich meine, es war es wert im Sinne von die Sequenzen haben wirklich dazu gewonnen, auf jeden Fall, dass die richtigen Charaktere dabei waren, aber hätte man vielleicht angenehmer gestalten können, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber das nur so am Rande. Ja, ganz oben im Turm treffen wir dann Lu Wei. Das ist zumindest mal was Neues, gegen den haben wir nur einmal gekämpft, ganz am Ende des ersten Teils, so rum. Der stellt sich uns natürlich nochmal in den Weg. Und nachdem wir ihn ja besiegt haben, in Anführungszeichen, also er ist halt noch nicht wirklich besiegt, denn dann liefert er sich nochmal ein Duell mit Joshua, was sehr, sehr cool inszeniert wurde. Also das ist wahrscheinlich mein liebster, ja, so Cutscene-Kampf bisher von den ganzen Angriffen, die Joshua raushaut, her einfach alleine schon. Und wie er nebenbei noch über Karen redet, also ja, die sie damals aus ihrer Kindheit in Hameln noch kannten. Und allgemein redet er halt ein bisschen über die gemeinsame Vergangenheit von den beiden. Und sagt, dass er sich daran nochmal erinnern soll, schlägt er in sein Schwert zur Seite. Und damit haben wir endlich die große Reunion von den beiden. Sogar mit einer Umarmung. Ja, Joshua kennt halt auch nochmal ein bisschen, dass er
ja, sehr am Boden zerstört war, als er dann ihn endlich wieder getroffen hat, obwohl er seine Erinnerung verloren hatte und so, und konnte sich aber immer noch grob an ihn erinnern und hat dann gemerkt, ey, das ist mein Feind. Ja, aber jetzt hat er ihn endlich in der Form zurück, wie er ihn haben wollte. Sehr, 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 sehr süß, der Moment. Lua erklärt uns dann netterweise, dass sich die eigentliche Aureole im Zentrum ganz, ganz unten befindet, was es irgendwie noch trauriger macht, dass wir erst diesen ganzen Turm hier hochgelaufen sind. Ja, dagegen müssen wir was unternehmen, wenn wir wirklich etwas gegen den Orbel-Shutdown und so weiter und so fort ausrichten wollen. Leider kommt Weißmann direkt dazwischen und macht die ganze Reunion hier wieder ein bisschen kaputt, denn er meint, dass wir die Regeln brechen. Die Aureole zu kontrollieren war nämlich nicht der einzige Zweck von dem Ganzen hier. Er wollte auch irgendwas testen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau er testen wollte. Ich habe es nicht so wirklich verstanden. Aber deswegen mussten wir jedenfalls tatsächlich eigentlich hier sein. Das ist alles der Plan des Grandmasters und das hat alles funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher inwiefern, aber ist halt so ein bisschen klischeehaft, ein bisschen der Standard von wegen, ja, wir haben die ganze Zeit eigentlich in die Karten des Bösen gespielt und ich verstehe nicht so wirklich, warum wir das hier in dem Fall haben. Jedenfalls ist aber Teil des ganzen Tests, den er hier testen will, genau, dass natürlich keine Enforcer uns helfen dürfen, weswegen er Lue erstmal K.O. schlagen musste oder K.O. was auch immer er nochmal gemacht hat, machen musste. Und Joshua erneut übernimmt. Ja, er holt ihn erneut an seine Seite mit dem Siegel, was er noch irgendwie in ihn ja reingebrannt hatte. Ja, und Joshua steht uns wieder gegenüber. Wir haben trotzdem keine Zeit, hier irgendwie zu verbleiben und uns weiter darum zu kümmern und Sorgen zu machen. Wir müssen also mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Immerhin fahren wir mit dem Fahrstuhl. Immerhin müssen wir nicht nochmal runterlaufen oder sowas in die Richtung. Und landen dann auch sofort wieder bei Weißmann und Joshua. Und natürlich der Aureole selbst. Weißmann erzählt uns also, wie könnte es anders sein, erstmal von seinen sehr, sehr komplexen Motiven. Erzählt uns nochmal ein bisschen von dem Untergang der ursprünglichen Stadt hier und ja, dass er damit zusammenhing, dass die Realität immer irrelevanter für die Bewohner wurde, weil sie sich eh einfach nur noch auf die Wünsche verlassen konnten, die die Aureole ihnen erfüllt hat und die Realität somit komplett an Relevanz verlor für sie und alles damit ins große Chaos versunken ist. Und meint, dass jetzt ja auch bei uns unten zwar die Technologie noch lange nicht so sehr fortgeschritten ist wie in dieser ursprünglichen Stadt hier, aber dass die Technologie ja schon immer weiter voranschreitet und dass wir uns irgendwann, also auf lange Sicht, wieder auf selbe Ende hinzubewegen und dass wir auch genauso wieder untergehen werden. Oder alternativ werden wir durch Krieg sterben. Ich weiß nicht, wie genau das dann damit zusammenhängt, aber das sind die beiden Möglichkeiten. Krieg oder einfach alles automatisiert haben und nicht mehr selbst leben müssen in dem Sinne. Deswegen möchte er mit der Aureole die Menschheit auf die nächste Stufe heraufheben. Und zwar will er uns mit unendlicher Rationalität und Intelligenz ausstatten, damit wir uns nicht mehr von sowas, ja, unterkriegen lassen. Dass wir uns nicht mehr, ja, unseren inneren Sachen hingeben. Genau, was auch immer. Es ist ziemlicher Blödsinn. Also ich meine, grundlegend hat er irgendwo einen Punkt und so. Natürlich ist es irgendwie blödsinnig oder ist es irgendwie nicht so gut, wenn man sich einfach auch nur noch auf Wünsche verlässt, die einem erfüllt werden und ja, alles einfach so mit sich machen lässt, ohne selbst irgendwie irgendwas in die Hand zu nehmen vielleicht. Damit verliert man natürlich irgendwie schon seine Menschlichkeit, seinen freien Willen und alles. Aber da sollte es auch noch andere Möglichkeiten geben als, naja, das, was er tut. Das sagt dann Estelle auch direkt, sagt ihm, dass das alles ziemlicher Bullshit ist, den er da sagt. Was, ja, dem guten Weißmann nicht so gut gefällt, dass sie so frech wird hier. Und deswegen hetzt er Joshua direkt auf sie los. Joshua greift sie auch natürlich an, wird dann noch von ihm beherrscht. Und, ja, versucht sie umzubringen. Hat seine Schwerter, oder seine Klingen sind ja keine richtigen Schwerter, wie auch immer, über ihr erhoben. Aber sie ruft ihm zu, dass er doch aufhören soll, dass er sich an sie erinnern soll. Und tatsächlich klappt das. Das Siegel bricht. Und das wurde scheinbar auch schon von Kevin vorbereitet. Da gab es auch ein kleines Foreshadowing drauf, netterweise schon. Dass, ja, Joshua da schon ein Gespräch drüber hatte mit ihm, wo man nicht dabei war. Ja, und damit kann dann mit der vollständigen Viererparty wieder der eigentliche Kampf gegen Weißmann beginnen. Oder naja, erstmal der erste kleine Kampf gegen Weißmann. Einfach nur gegen ihn in einer normalen Form und ein paar Ads. Aber das ist natürlich erst der Anfang, denn danach verwandelt er sich mit Hilfe der Aureole in ein komisches, gruseliges Standard-Final-Boss-Monster. Ja, ich kann es mittlerweile nicht mehr anders sagen, weil irgendwie sind die Sachen, die beim Finale von Trails-Spielen passieren,
immer relativ ähnlich. Also da gibt es schon immer Gemeinsamkeiten, muss man doch einsehen, oder? Wirklich jetzt. Diese neue Form verfügt leider über einen undurchdringbaren Schild. Doch Lu Wei kommt zur Hilfe und kann diesen netterweise durchbrechen, weil er ein Schwert vom Grandmaster hat, also welches er von diesem, ja, verliehen bekommen hat oder sowas in die Richtung. Und damit kann man solche krassen Schilder wohl durchbrechen. Das geht wohl einfach. Nehme ich so an, meinetwegen. Merke ich mir für die Zukunft einfach mal, würde ich sagen. Und damit startet dann der eigentliche Final Boss, der typische Final Boss in irgendeiner komischen Zwischenwelt, in die wir uns wieder reinbegeben. Der dauert auch fast eine halbe Stunde, das trotz Vorspulen, was ich ja diesmal als neues Feature für mich entdeckt habe. Aber ja, irgendwann ist weiß man dann also besiegt. Die Aureole ist verschwunden. Kann es immer nicht so ganz fassen, aber ja, dann teleportiert er sich einfach davon. Natürlich tut er das. Ich meine, als könnten Trails-Charaktere sterben, nicht wahr? Haha. Haha. Denkste. Denn Lu Wei liegt noch geschwächt von seinem Eingriff am Boden. Er wurde dann auch so zurückgeschlagen von Weißmann noch, bevor wir uns dann um ihn gekümmert haben. Und stirbt. Hat seine letzten Worte noch zu Joshua und so. Aber das war's dann mit Lu Wei. Und irgendwie hat diese Szene ganz schön starke optische Ähnlichkeiten mit dem Trails of Cold Steel 2 Finale. Oder geht es nur mehr so? Also das sieht doch wirklich genauso aus, als könnte es dieselbe Szene sein, nur in einem anderen Grafikstil quasi. Und als wäre das noch nicht genug Tod für ein Trails-Spiel gewesen, gibt es jetzt dann noch eine wesentlich interessantere Szene. Und zwar, ja, Weißmann hat sich ja wegteleportiert, aber er wird von Kevin eingeholt, welcher ihm mal eben einen Bolzen in die Brust schießt oder sowas in die Richtung ist passiert. Und zwar nicht irgendeinen, nicht irgendwie irgendwas, sondern die Pillar of Salt, die wir, ja, von der wir in Trails of Cold Steel schon etwas gehört haben, die wohl in Northumbria ja einiges ausgerichtet hat. Und das ist wohl das erste Mal, dass man davon hört, so richtig. Und dass man das erste Mal davon was mitbekommt, und zwar auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als ich aus Trails of Cold Steel bisher davon weiß. Und ja, somit wird Weißmann zu Salz und zerfällt, nachdem Campanella dann noch ankommt und kurz kaputt schlägt und seine Waffe mitnimmt, wofür auch immer genau, aber ist wohl auch eine krasse Waffe gewesen vom Grandmaster. Ja, und dann haut Campanella halt wieder ab, Kevin haut dann auch ab, soll es gewesen sein. Aber Weißmann ist tatsächlich gestorben wohl, also nehme ich jetzt an. Ich meine, vielleicht kann man auch Salz irgendwie wiederbeleben oder so. Ich meine, ich halte mittlerweile nichts mehr für unmöglichen Trails, was Wiederbelebungen angeht, aber das habe ich nicht kommen sehen. Vor allem sehr interessant, jetzt endlich mal ein bisschen mehr über, ja, von der Pillar of Soul zu sehen, die mich ja doch schon ein bisschen interessiert, auf jeden Fall. Ja. Aber gut, wie es eigentlich weitergeht, die Aureole hat der ganzen Stadt hier ihre Kraft verliehen. Und da die Aureole jetzt leider weg ist, stürzt auch die fliegende Stadt natürlich so langsam ein. Somit gibt es eine kleine Fluchtsequenz, wo wir ja durch die ganzen wackelnden Gänge nochmal zurücklaufen müssen. Wir werden leider vom Rest der Gruppe getrennt, also Estelle und Joshua, weil eine Brücke vor ihnen eingestürzt ist leider. Ja, und wir flüchten also auf einem anderen Weg, landen dann aber irgendwann auf einer Säule, die, ja, wo drumherum alles schon eingestürzt ist. Und haben keinen Weg mehr, über den wir entkommen können, scheinbar. Es gibt noch einen sehr, sehr schönen inszenierten Kuss, bei dem dann endgültig alles unter uns einstürzt und wir, während wir uns küssen, in den Abgrund stürzen, was sehr, sehr cool eigentlich ist. Aber natürlich können wir jetzt nicht auch noch sterben. Ich meine, wir hatten schon zwei Tote. Zwei Tote in einem Trails-Spiel ist wirklich ein neuer Rekord, glaube ich. Und ja, werden natürlich gerettet. Und zwar von wem? Natürlich von Cassius Bright in Kombination mit dem komischen uralten Drachen. Also, wirklich jetzt. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich sonst gemacht hätte, aber das ist wirklich ein bisschen absurd, oder? Kommt schon. Cassius Bright wird einfach wie der krasseste Held dargestellt, der immer überall da ist, egal was passiert. Ist also auch alles ein bisschen Klischee. Es gibt auch noch eine kleine Szene in Hamel, wo wir nochmal, ja, die beiden, also Joshua und Estelle, ein bisschen über ihre nun existierende Beziehung reden. Immer noch ein bisschen komisch alles, finde ich, aber hey, nehmen wir das so an und, wie gesagt, etwas Klischee. Aber damit endet dann tatsächlich Trails of Cold Steel Second Chapter. Abseits davon, dass vieles hier jetzt wirklich relativ klischeehaft war, also sowohl was die Romanze angeht, als auch teilweise was den großen Oberbösewicht angeht und so weiter und so fort, war das ein wirklich großartig inszeniertes Finale. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfinale aus Trails ist, vielleicht mag ich das vom ersten Trails in the Sky tatsächlich immer noch lieber,
Also das, was ganz am Ende passiert ist, hat mich einfach mehr umgehauen mit den Twists. Hier ist jetzt twist-technisch nicht mehr wirklich viel passiert halt. Aber es war einfach so cool inszeniert und ja, doch auch nochmal was über die uralte Zivilisation hier zu erfahren, darüber, wie die gelebt haben, doch nochmal ein bisschen was von den Sci-Fi-Aspekten hier drin zu haben. Doch, das könnte es nochmal ein bisschen darüber hinweggehoben haben. Und wie gesagt, dass es einfach nochmal ein komplett neues Gebiet hierfür gab, wo wir viele Teile der Stadt erkunden konnten. Und ja, das war schon eigentlich alles sehr, sehr cool. Natürlich alles wieder ein bisschen gestreckt teilweise, was die ja erneuten Kämpfe gegen die ganzen Enforcer angeht, jetzt schon zum dritten Mal im Spiel. Oder dass man diese Tunnel noch unbedingt haben musste, diese Tunnel-Dungeons, war jetzt nicht unbedingt nötig, aber war jetzt auch nicht schlimm oder so. Also, war es auf jeden Fall wert dafür, was man alles hier geboten bekommen hat. Und das Spiel insgesamt sowieso nochmal ein ganzes Stückchen über dem ersten Teil, jetzt auch mit der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte war langsam, die hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Teil auf jeden Fall. Da ist nicht so viel passiert, außer dass man diesen Enforcern hinterhergejagt ist. Irgendwie sind alle Schwächen, die ich mit diesem Spiel verbinde, dass man jetzt hier nochmal die ganzen Enforcer besiegen musste und hin und her rennen musste, dass man im siebten Kapitel diese ganzen Türme erkunden musste und dann nochmal gegen den Enforcer kämpfen musste und dass die erste Hälfte daraus bestand, dass man diese Enforcer gejagt hat. Das sind alles die Schwächen, die ich in diesem Spiel sehe. Die ganzen Probleme, die ich mit diesem Spiel habe, die hängen alle mit den Enforcern zusammen. Schade, oder? Schade irgendwie. Naja, aber alles andere habt ihr ja, denke ich, im Laufe dieses Tagebuchs gehört. Hat mir wirklich großartig gefallen. Hier sind sehr, sehr... Es gab viele coole Charaktermomente, viele coole Storymomente, viele coole Wendungen. Och ja. Nee, das war alles sehr, sehr gut. Und damit würde ich an dieser Stelle, denke ich, auch das Tagebuch erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Wir sehen uns dann... Ja, in naher Zukunft erstmal würde ich sagen mit Trails of Cold Steel 4 wieder. Damit werde ich jetzt anfangen. Ich wollte eigentlich den dritten Teil auch noch durchspielen vorher, aber das wird gerade nichts mehr leider. Ich habe den bereits jetzt angefangen ein bisschen, habe davon die ersten zwei Kapitel gerade gespielt. Aber durchschaffe ich das nicht mehr. Das werde ich jetzt nebenbei, neben Trails of Cold Steel 4 spielen und dann nach und nach währenddessen noch anfangen, das Videotagebuch dazu hochzuladen. Aber ja... Lasst gerne euer Feedback da, wie ich es dann bei Teil 3 gestalten soll, ob ich es wieder so ähnlich machen soll. Ich werde es wahrscheinlich so ähnlich machen. Also wahrscheinlich werde ich es so ähnlich machen wie hier. Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen jetzt. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns entweder da sehen oder bei Trails of Cold Steel 4 oder bei beidem. Wäre natürlich auch cool. Bis dahin. Ciao.